Sie war die Börsenoma, die Börsenmillionärin oder auch Deutschlands bekannteste Aktionärin, Beate Sander. Ich sage war, weil Beate Sander am 28.09.2020 im Alter von 82 Jahren an ihrer schweren Krebserkrankung gestorben ist. Leider habe ich Beate Sander nie persönlich getroffen, aber ich habe sie mehrfach interviewt. Und in diesem Video möchte ich mit Ausschnitten aus ihren Gesprächen an sie erinnern. Die Börse war alles für sie. Vor der Börse hatte ich kein schönes Leben, sagte sie in einem dieser Gespräche. Sie lebte wirklich für die Aktien. Nicht nur, dass sie kaufte und verkaufte. Sie gab Vorträge, hielt Interviews, schrieb Bücher, beriet Anleger. Ich habe mich immer gefragt, woher Beate Sander die ganze Zeit hatte und woher sie diese Energie nahm. Sie hatte sogar ihren Computer neben ihrem Bett stehen, damit sie auch nachts, wenn sie nicht schlafen konnte, nach ihren Aktien schauen konnte. Ich bin immer auf der Jagd, sagte sie mir. Beate Sander konnte auch praktisch ohne Punkt und Komma von ihren Aktien und ihrer Hochmotivstrategie erzählen. Die Börse ist kein Kindergeburtstag, sagte sie einmal. Hier ein Beispiel, wie sie über die Analyse von Aktien spricht. Dann gucke ich erstmal nach, gibt es da noch verschiedene Nachrichten, nicht nur vom einen Analysten, sondern ein bisschen mehr. Und dann gucke ich mir auch genau das Geschäftsmodell an. Dann will ich wissen, auch aus der, zum Beispiel, wie sieht es mit dem Umlauf- und Anlagevermögen aus, also bei Bilanz aktiver Seite. Dann gucke ich auch auf die passive Seite von der Bilanz. Nicht, dass ich sehe, wie ist das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital. Bei einer großen Firma mit Milliardenumsätzen kann ich durchaus verstehen, wenn die mehr Schulden haben als Eigenkapital, weil sie ja für Eigenkapital, wenn sie richtig viel haben, müssen sie Strafzinsen zahlen und dann ist es besser, man zahlt keine Strafzinsen und investiert ordentlich. Aber beim jungen Unternehmen, was ich mir neu kaufen will, würde ich es nicht wollen, dass die Verschuldungsgrenze unglaublich ist, wie bei Uber zum Beispiel, hätte ich nie gekauft, sondern dass es ein vernünftiges Verhältnis ist. Wenn ich dann zufrieden bin, aber insgesamt sehe, dass im Mehrjahresvergleich, also oft gibt es die Firma ja auch, selbst wenn sie jetzt erst an der Börse ist, vor ein, zwei Jahren, auch schon ein paar Jahre, dann sehe ich einen Fünfjahresvergleich und dann kann ich schon sehen, wächst die Firma insgesamt in 5 Jahren oder schrumpft sie, also von Gesundschrumpfung spreche ich da weniger, sondern eher von Krankschrumpfung, dann würde ich das auch nicht. Oder auch diese Stelle ist schön, wo sie über passende ETFs für Anfänger spricht. Ich sage Ihnen auch gerne mal, welche 5 ETFs, vielleicht auch mit Sparplänen, für richtige Einsteiger immer empfehlenswert wären. Ja, sehr gerne. Mein ETF Nummer 1 ist der MDAX. Im MDAX sind 60 Werte drin, darunter auch 16 vom TechDAX. Also der MDAX ist wie in Amerika üblich beim Nasdaq eben auch mit Technologie versehen. Also da spielen auch die Zukunftsmärkte mit. Diesen MDAX ETF würde ich als ersten nehmen. Als zweiten würde ich dann sagen, okay, jetzt gehe ich in die ganze Welt, ich will ja international ausgerichtet sein, jetzt nehme ich mir den MSCI World. Da sind die 1000 international größten Werte drin. Das ist auch richtig gut. Der S&P 500, der deckt jetzt den amerikanischen Markt ab mit 500 Werten. Da sind natürlich all diese tollen neuen kreativen Unternehmen wie eine Alphabet, wie eine Apple, wie eine Amazon, wie eine Adobe, da sind auch wie eine Microsoft. Typisch für die Gespräche mit Beate Sander war auch, wie sie mit Zahlen um sich werfen konnte. Ich habe mich immer gefragt, wie sie sich die ganzen Kurse merken konnte, also wann sie eine Aktie ver- und wann sie eine Aktie gekauft hat. Diese Stelle gibt ein Beispiel dafür. Da nenne ich mal das Beispiel Amazon. Die kostet momentan so 2.200 Euro. Ich habe die gekauft für 220. Nicht? Da habe ich 1.500 Euro eingesetzt. Also konnte ich da 7 oder 8 Stück von kaufen. Gar nicht so schlecht. Nicht? Und auch eine kostet heute mehr. Aber ich habe dann auch noch mal für 350 und auch noch mal für 500 und auch noch mal für 900 und auch noch mal für 1.200 zugekauft. Aber eben auch Teilverkäufe dann gemacht. Bei denen mit 220, da habe ich noch die meisten, aber ich habe dann auch mal einen Teilverkauf gemacht. Mit 1.500 und 1.900. Genauso hat mich ihre Offenheit fasziniert. Sie war immer top informiert und scheute sich nie, etwas Neues zu lernen. Das wird etwa an dieser Stelle deutlich. Ihre Strategie, wie gehen Sie vor, wenn Sie nach Aktien suchen? Auf was achten Sie? Es gibt Dinge, die mache ich genauso wie der Warren Buffett. Warren Buffett kennt eigentlich jeder. Der sagt,
ich kaufe nur Aktien, die ich kenne. Das ist klar, wenn ich was nicht kenne, kaufe ich es auch nicht. Dann muss es niedrig bewertet sein und möglichst dividendenstark sein, substanzstark sein. Das gilt für 40%, also für die knappe Hälfte meiner Aktien auch. Warren Buffett sagt dann, das, was ich nicht kenne, was ich nicht verstehe, das kaufe ich nicht. Und da unterscheiden wir uns jetzt. Und ich sage mir, Mensch, verdammt nochmal, Sander, du hast doch dein Gehirn, damit du was lernst. Und ich kann ja nun auch wirklich lernen, was ist denn Biotech? Was ist denn Medtech? Was sind denn Halbleiter? Was ist denn Robotik? Was ist denn künstliche Intelligenz? Was versteht man denn unter der Industrie 4.0? Was bedeutet denn Digitalisierung für die Wirtschaft? Wie wirkt sich denn die vernetzte Welt aus? Und all diese Fragen, die Verständnis voraussetzen, das kann ich lernen. Auch in den Wochen vor ihrem Tod war sie noch an der Börse aktiv und kaufte Aktien. Sie konnte sogar einen neuen Rekordstand für ihr Depot bei 2,8 Millionen Euro melden. Wobei es ihr eigentlich nie ums Geld ging, wie sie bei einem Seminar von Focus Online erzählte. Für mich ist die Million, auch die steigende Million, eigentlich die Bestätigung meiner Hochtiefmutstrategie. Also meine Millionen sind der Beweis, dass ich es richtig mache mit meiner Hochtiefmutstrategie. Deswegen freue ich mich über diese Millionen. Aber das Geld als solches ist nicht der Antrieb, sondern der Erfolg. Ich will der Beste sein. Ich will Nummer 1 sein bei meinen Büchern und so weiter. Und wenn sich das dann in den Millionen widerspiegelt, ist das schön. Aber wenn ich dann mal verliere, als der Crash so runterging, da ist mein Depot auch, wie gesagt, von über 2 Millionen auf 1,58 abgesoffen. Da war ich nicht ängstlich wegen der Million. Da habe ich gesagt, es ist halt so. Und dieser Crash ist gut für Leute mit Mut. Ich werde ja sehen und pflanzen wie ein Gärtner und richtig tief einsteigen. Dann werde ich ohne diesen Crash überhaupt gar nicht über die 2 Millionen groß rauskommen. Aber durch den Crash habe ich dann wieder die Basis geschaffen, dass ich durch diesen Crash die Basis schaffe für die dritte Million. Wobei dann nicht das Geld der entscheidende Punkt ist, sondern wieder der Erfolg, die Bestätigung, dass ich es richtig mache. Nicht das Geld gebe ich ja sowieso nicht aus. Ich habe gar keine Zeit, das Geld auszugeben. Ich lebe ja auch nicht wie ein Millionär. Das sieht man ja, wenn man hier bei mir so ein Stück von der Wohnung sieht. Ja, was ist denn das? Die ist Millionärin und hat Möbel, die sie sich wahrscheinlich bei der Heirat vor 60 Jahren gekauft hat. Ja, aber das bedeutet mir nicht viel. Nicht? Ich freue mich, dass ich meinen Kindern und meinen Enkeln richtig viel Gutes tun kann. Das freut mich. Nicht? Und die kriegen das. Aber das Geld ausgeben ist nicht der Punkt. Nicht vergessen werde ich auch Ihren Appell am Ende unseres letzten Gesprächs kurz vor Ihrem Tod, womit ich diese kleine Hommage an eine beeindruckende Frau beenden möchte. Zu guter Letzt, was möchten Sie den Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Also so ein bisschen. Erstens mal so ganz grundsätzlich weg vom Sparbuch hin zu Aktien. Nicht? Mit wenig Geld fangt mit ETFs an, mit viel Geld könnt ihr auch mit Aktien anfangen. Aber vor allen Dingen macht etwas. Denn die Nullzinspolitik wird noch lange anhalten, nicht? Und wer viel Geld hat, wird sogar Strafzinsen bezahlen. Und wer wenig Geld hat und es auf dem Sparbuch belässt, der hat im Ruhestand dann auch kein schönes Leben, wenn er denkt, dass er jetzt in 10 Jahren, 2 Jahre länger leben wird. Er hat vielleicht eine Bezugsdauer von Rente, 30 Jahre. Ja, bitte, stellen Sie sich davor, man hat da kein Geld. Also das ist mal jetzt generell etwas. Und dann würde ich sagen, ganz wichtig ist, gib alles. Für das, was dich richtig motiviert, da gib auch wirklich alles. Nicht, dass du dich voll reinhängst, mit vollem Einsatz. Auch nicht guckst, ob du jetzt eine Stunde länger arbeitest. Dass du dann auch Hindernisse aufräumst. Dass du sagst, das ist ein steiniger Weg, den gehst du aber. Und dass du das alles machst. Mit absoluter Disziplin, mit absoluter Verlässlichkeit und nicht mit irgendwelchen Ausreden, sondern dass du sagst, wenn du Fehler machst, dann darfst du diesen Fehler einmal machen, aber nicht zweimal und schon gar nicht dreimal, dass du auch aus deinen Fehlern lernst. Und wenn du Erfolge hast, dass du dich da nicht zufrieden zurücklehnst, sondern sagst, du hast jetzt für dich das Beste gemacht. Es ist aber weltweit noch nicht das Allerbeste. Also arbeite weiter.
dass du immer siehst, dass du das Beste machst, was du machen kannst. Es muss nicht das Beste der Welt sein, aber das muss das für dich Erreichbare Mögliche sein. Deswegen sage ich immer, erreichbare Ziele setzen, an jedem Ziel weiter wachsen. Und wenn man das alles in seinem Bereich tut, dann wird man da auch was erreichen können. Der eine mehr, der andere weniger, aber man kann was erreichen. Und das will ich rüberbringen. Also weg vom Sparbuch, seid diszipliniert, strengt euch an, gebt alles und dann macht auch Arbeit Spaß und dann macht auch Börse Spaß.